Hallo, ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind wieder zurück aus dem Urlaub und heute gibt's mal wieder ein Vlog für euch natürlich. Was steht an? Natürlich Haushalt, wie immer, gehört bei mir zum Alltag dazu täglich. Ansonsten sind wir später auf ein Nachbarschaftsfest. Ich bringe später Empanadillas, aber die deutsche Variante sozusagen, weil mir hier der Teig dazu fehlt. In Spanien ist es so, man kann den fertig kaufen, die kommen in so runden Plättchen sozusagen und die faltet man dann zu so Munden. Also das sind wie so gefüllte Blätterteigtaschen mit Thunfisch und Tomate und so. Ihr werdet später sehen, wie ich das Ganze vorbereite. Gibt es hier aber natürlich nicht. Und den Teig selber zu machen, ist ein bisschen tricky. Habe ich noch nie gemacht. Also man braucht viel Zeit dafür und die Zeit habe ich heute nicht, weil ich mir so unglaublich viel vorgenommen habe heute. Genau, deswegen werde ich ganz normalen Blätterteig nehmen und übereinander legen, so zwei Stück und dann in so Vierecke schneiden. Und das ist ultra, ultra lecker, Leute. Ich werde euch auch da das Rezept unten in die Infobox setzen. Da könnt ihr den gerne nachmachen. Kommt immer super gut an, also für alle, die natürlich Thunfisch mögen. Ansonsten zeige ich euch noch eine Schultasche. Eigentlich wollte ich euch im letzten Video schon zwei Schultaschen zeigen, aber es kam nur die eine an und die andere kam, während wir im Urlaub waren, weil das die zwei neuen Schultaschen von GMT sind. Und da wurde ich auch gefragt, wieso braucht Emily so viele Schultaschen? Natürlich braucht Emily auch nur eine Schultasche, aber es ist eben so, dass die mir das geschickt haben zum Testen sozusagen für Emily. Und ich möchte euch sie natürlich zeigen, weil ich auch weiß, dass viele Mamas mir zuschauen. Nächstes Jahr werden viele Kinder von euch auch eingeschult. Und ich dachte mir, das ist vielleicht auch interessant, weil man sich meistens ein Jahr vorher auch Gedanken macht, welche Schultasche und so weiter. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe tatsächlich die Eier vergessen. Oh Mann, und das Ding ist, ich brauche ein Ei eigentlich auch für den Blätterteig, also für die Empanadillas. Also man kann Ei reinschnippeln tatsächlich. Das könnte man theoretisch jetzt ganz spontan mal weglassen. Ist gar nicht so schlimm. Mag ja auch nicht jeder. Aber ich brauche auch ein Ei zum Bepinseln von dem Blätterteig. Wo ist mein Kopf? Also ihr braucht zweimal Blätterteig. Ich habe hier diesen XXL Blätterteig. Zwei Thunfischdosen. Ohne Öl bitte. Tomate frito. Das gab es hier in Deutschland tatsächlich jahrelang gar nicht. Und zwar ist es nämlich anders als die typische passierte Tomate. Tomate frito ist frittierte Tomate, das heißt schon mit Knoblauch, mit Zwiebeln und so weiter, mit Paprika. Darf in der spanischen Küche nicht fehlen. Ansonsten braucht ihr noch eine Zwiebel, zwei Paprika. Normalerweise nimmt man eine rote und eine grüne. Ich mag die grüne Paprika tatsächlich gar nicht. Ich finde die rote Paprika einfach süßlicher, schmeckt mir persönlich besser, kann jeder machen, wie er möchte. Und das war es im Prinzip auch schon erstmal. Normalerweise kommt auch noch ein Ei mit, also ein gekochtes Ei mit reingeschnippelt. Kann man jetzt in dem Fall, wie bei mir heute, einfach weglassen. Und genau, das Ei zum Bestreichen. Aber gut, ist halt jetzt so. So, dann fange ich jetzt einfach mal an, alles zu schnibbeln. Das kommt in die Pfanne. Man braucht einen sehr, sehr guten Olivenöl. Am besten Virgin Extra. Und das war's auch schon. Übrigens wusstet ihr, dass ich 36 Jahre gebraucht habe, um herauszufinden, wie man eine Paprika schneiden muss. Schaut mal. Wahrscheinlich kennt ihr das alle, aber wie easy peasy ist das bitte? Und dann habt ihr natürlich kaum was von den Kernen. Genau. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuela. Jetzt kommt der Tomate frito. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier so viel drin enthalten ist. Ich glaube, das sind 350 Milliliter, viel zu viel. Ich versuche es dann aber morgen einfach nochmal aufzubrauchen und ich mache quasi die Hälfte rein, also 150 Milliliter. Wirklich sehr lecker, sehr mediterran. Macht's bitte nach, es wird euch echt schmecken. So, schade, dass ich das Ei nicht habe, weil das gibt dem Ganzen geschmacklich auch nochmal eine ganz andere Note. So, und dann lasse ich das nochmal 5 bis 10 Minuten erkalten.
se bajó sin mí. Yo seguí, 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 seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus debí pasar y la calle. So, ich mache jetzt so kleine Löcher hier rein mit einer Gabel. Und anschließend, weil ich ja kein Ei habe, werde ich ein bisschen Butter und Milch nehmen und damit den Blätterteig bestreichen. Geht jetzt für 20 Minuten erstmal in den Ofen. Und zwar Umluft, 180 Grad. Caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar, llorar. Ich habe eine neue Schultasche von GMT zugeschickt bekommen für Emily zum Testen. Die ist komplett neu auf dem Markt und die nennt sich GMT Trend Pro Wolkenzauber. Und wir haben uns für die Farbe Nilblau entschieden. Es gibt momentan 2 Farben auf dem Markt, also ich meine dunkelblau noch. Und es werden mit Sicherheit noch weitere Farben folgen. Diese Schultasche ist eben für die Kinder perfekt, die ab der 3. und 4. Klasse kommen. Ihr kennt das Spiel, die wünschen sich eine neue trendige Schultasche, einfarbig, ohne viel Schnickschnack. Und eben mit wenig kindlichen Motiven. Außerdem hat die 32 Liter Volumen, also unglaublich viel Stauraum. Das ist natürlich unerlässlich. Ja, die Schultasche ist wirklich ultra leicht. Das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Mit einem Wirbelsäulenschutz. Also die ist ergonomisch auch super verarbeitet und ich finde, darauf sollte man auf jeden Fall achten. Außerdem wurde sie mit nachhaltigen Stoffen hergestellt. Also man hat eine gute Durchlüftung sozusagen und man hat halt eben auch ein ergonomisches Design. Dreifachschutz, Antischimmel, antibakteriell und wasserdicht sogar. Hier haben wir 2 Reißverschlüsse, die kann man an der Seite öffnen. Schaut mal, da kann man so viel reinpacken. Das ist unglaublich. Hier auch nochmal ein Reißverschluss. Und auch hier bekommt man unglaublich viel rein. Hier an der Seite übrigens haben wir hier wunderschöne Herzchen. Kann die Trinkflasche natürlich rein. Und auch auf der anderen Seite oder zum Beispiel ein Regenschirm. Schaut mal, es ist der Wahnsinn, was wir hier für einen Stauraum haben. Die Last sozusagen auch hinten verlegt wird. Hier können die schweren Bücher rein. Also es ist unglaublich, was hier alles reinpasst. Schaut mal, es ist der absolute Knaller. Ihr bekommt so viel rein. Also es ist überall Platz, Stauraum, ganz viele Fächer, auch hier für den Portemonnaie zum Beispiel. Sehr stabil, also die Tasche steht und das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die von hier unten aufzuhängen, von hier oben aufzuhängen. Also wirklich super, super praktisch. Und jetzt zeige ich euch mal hier diesen ganz großen Fach. Genau, hier passt auch unglaublich viel rein. Hier können auch nochmal Bücher rein. Ich finde, die ist übrigens auch wunderschön verarbeitet worden. Die Farbe, oh mein Gott, ich kann es nicht oft genug erwähnen, die ist super außergewöhnlich. Und das hier vorne ist natürlich ein Highlight an der Tasche hier mit den GMT-Zeichen. Gefällt mir wirklich super, super gut. Übrigens habt ihr hier an den Schultern eine Druckentlastung sozusagen. Also hier wird das Gewicht von 30% verringert. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, das zu befestigen mit der Schnalle. Und hier kann man das natürlich alles individuell anpassen und verstellen, passend zum Kind. Und auch hier vorne habt ihr so ein
Bauchgurt. Und das könnt ihr dann alles individuell einstellen. Finde ich wirklich toll. Und die Schultasche wächst natürlich auch mit. Ihr habt hier nämlich auch die Möglichkeit, das Ganze hier zu verlängern. Also wie gesagt, die Schultasche ab der dritten Klasse perfekt und dann bis zur weiteren führenden Schule und drüber hinaus bis, wie gesagt, Metergröße 1,80. Also auch gerade für uns Erwachsene, wir könnten diese Tasche natürlich auch tragen oder gerade für Menschen, die studieren, für die Uni und so weiter. Also wirklich eine sehr schöne, stylische, trendige und praktische ergonomische Schultasche. Auch zu erwähnen sind die Reflektoren hier für die Sicherheit auf den Straßen, auch hier, und die Herzchen hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Dabei ist auch ein Turmbeutel von GMT, passend zu der Schultasche, auch wirklich ganz toll verarbeitet worden. Auch hier haben wir natürlich Reflektoren mit am Start. Hier haben wir auch unglaublich viel Platz für die Sportsachen eben. Und was ich toll finde, man hat auch eine separate Tasche für die Schuhe. Finde ich natürlich immer besser, als wenn die zusammen mit der Kleidung liegen müssen. Also wirklich sehr gut durchdacht. Und dazu gehört auch noch das Federmäppchen. Und hier finden ganz viele Stifte Platz und alles, was man so benötigt an Kleber und Schere. Und natürlich wieder passend zu der Schultasche. Was ich total gigantisch finde, ist, ihr habt 4 Schuljahre Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und die Lieferzeit beträgt so 3 bis 5 Tage und der Versand ist übrigens auch in der EU kostenlos. Schaut doch einfach mal in meine Beschreibung, in die Infobox, dort ist GMT, also auch diese Schultasche verlinkt und ihr findet dort auch alle weiteren Informationen. So, meine Empanada ist fertig. Ich habe die jetzt nochmal 5 Minuten abkühlen lassen und die schneide ich jetzt hier mit so einem Pizzaroller und da schneide ich so kleine Vierecke draus. Buenissimo, Leute. Aber bitte benutzt auch Ei dazu oben zum Bestreichen. Also ich merke jetzt auf jeden Fall den Unterschied, weil wenn ihr das oben mit Ei bestreicht, ist es oben so ein bisschen glatter und fester. Normalerweise auch ein gekochtes Ei noch so ganz klein schnibbeln und auch noch mit reinmachen. Und das schmeckt unglaublich toll. Leute, schaut mal, diese wunderschöne Kerze hier habe ich beim Norma entdeckt. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Beim Norma. Ich habe, meine ich, 12 Euro bezahlt und ja, die hat auch einen Timer. Und ich finde halt diese Farbe hier so schön, weil das so einen Karamellton hat. Ich finde, das passt halt auch sehr, sehr gut bei mir rein. Schau mal, ob das hier geht mit einer Hand. Also wie gesagt, die hat auch einen Timer. Und so schaut die aus, wenn die an ist. Wunderhübsch, oder? Richtig, richtig schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, ja, ein kleiner Tipp an euch, falls ihr auch Interesse habt, dann ab zu Norma. So habe ich hier draußen dekoriert. Also weniger ist mehr. Ich wollte jetzt nicht übertreiben. Es ist ja auch noch relativ warm draußen. 2 Kürbisse. Und zwar habe ich diesen hier letztes Jahr über Amazon gekauft. Ich kann ja mal gucken, ob es den noch gibt. Ich finde den wunderschön. Und den hier, den gibt es tatsächlich bei Kick und sogar aktuell. Also ich habe den letztes Jahr gekauft, aber ich habe den gestern bei Kick gesehen tatsächlich. Steht hier noch ein Preis, 5,99 €. Und für den hier habe ich ein bisschen mehr bezahlt. Ich glaube 30 Euro, aber es hat sich total gelohnt, weil den habe ich jedes Jahr und den stelle ich hier sehr, sehr gerne draußen hin. Genau, und hier sind meine Blümchen. Ich liebe Blümchen, die machen mich happy. Ja, und wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch ganz, ganz stolz unsere Petunien. Und zwar haben die jetzt den ganzen Sommer durchgehalten. Und schaut mal bitte, wie schön die blühen. Und die haben alles durch. Regen, Hitze, alles. Das ist der Knaller. Also ich werde ab jetzt jedes Jahr nur noch Petunien kaufen, weil die super pflegeleicht sind. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Und schaut mal, die sehen richtig knackig noch aus. Schaut mal, wie schön das hier aussieht bei uns vor der Haustür. Ich liebe Blumen, echt. Ich finde, das macht so viel aus. Bringt einfach Leben vor der Haustür, oder? Ach so, Leute, wollte ich euch unbedingt zeigen. Und zwar habe ich nach langer, langer Zeit wieder mal bei Larisée bestellt. Und zwar, weil ich zu diesen Personen gehöre, die immer ein Parfüm in der Tasche mit sich tragen muss.
der aber nach einem Tag leer geht oder leer macht. Und mir ist das einfach zu schade, weil so ein Duft kostet 80, 90 Euro und dann nach einem Tag habe ich den leer gemacht. Das geht einfach nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, du hast doch früher mal bei Larisé bestellt, mach doch nochmal. Ich hatte richtig Bock drauf. Ich habe mir insgesamt 5 Düfte bestellt. Und zwar sind es keine Fakes, sondern Duftzwillinge sozusagen. Und die riechen wirklich 1:1 wie das Original, super langanhaltend. Haben aber eben ein anderes Flakon, weil das eben keine Fakes sind, sondern das hier ist Larisé. Und das Flakon ist auch wirklich sehr, sehr hübsch. Aber das Allerwichtigste, die duften wirklich wie das Original. Und jetzt verändert sich hier das Licht. Ich habe leider keinen Rabattcode für euch. Also ich habe es selbst bestellt, selbst bezahlt. Aber ich habe selbst einen Rabattcode auch benutzt. Ich habe den einfach gegoogelt. Ich meine Barbara Box. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ansonsten einfach mal schauen. Also es gibt ja immer Rabattcodes, ne? Also wenn ihr so wie ich Düfte mögt, die frisch riechen, blumig und sehr, 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 sehr süß, dann schreibt euch mal diese Nummern hier auf. Wir machen es so, weil ich habe die Düfte jetzt nicht im Kopf. Ich kann sie euch unten in die Infobox einfach reinschreiben. Einmal die 178. Also ein Parfüm kostet ungefähr nur 19 Euro, also lohnt sich auf jeden Fall, weil die kann ich dann in meine Tasche reinpacken und wenn die dann halt leer gehen, ganz ehrlich, so teuer waren die dann halt eben nicht, ne? Und ja, ich finde es halt schwierig bei mir und super schade, da irgendwie 80 Euro auszugeben für einen Duft und dann ist er am nächsten Tag leer. Ja, das geht nicht. 134. Die 134 ist Victor & Rolf Sugar Bomb. Oh mein Gott, ein unglaublich toller Duft. Dann habe ich hier einmal die 165. Ist, meine ich, My Way von Armani? Nee, doch. Schaut einfach in die Infobox. Dann habe ich hier nochmal die 045. Und die 045 ist definitiv Armani Code. Habe ich nämlich früher auch irgendwie gefühlt ständig nachbestellt. Die 188 noch. Alle Düfte mega, mega nice, Leute. Probiert die unbedingt aus. Wie gesagt, ich schreibe euch alles in die Beschreibung. So, ihr Lieben, ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich habe richtig Lust, weiterhin für euch zu vloggen. Und hier rechts und links könnt ihr weitere Videos von mir anschauen. Und ich würde jetzt sagen, bis nächste Woche. Bleibt mir unbedingt bis dahin gesund. Ciao.